Willkommen zum heutigen Video. Das Video heute ist nur über Juli. Juli macht Ironman in Hamburg, Langdistanz. Ihre, wie viel da weiß ich auch nicht, sagt sie gleich. Sie ist gerade angekommen, lass mal gerade hingehen. Ja, wir machen. Ja, ja. Was wollen Sie kaufen? Einen Speedmax hätte ich gerne. Da steht's ja schon. Mit Scheibe, wenn Sie hätten. Ich muss da eventuell so Wettkampf machen, aber. Ja, kann, haben wir da stehen. Ja, sowas, ja, sowas haben wir. Ich habe das gerade falsch moderiert. Meine dritte. Das Wichtigste ist für Sie, dass Sie schneller ist als Ihre Schwester. Das ist richtig. Das ist das einzige Ziel. Das einzige Ziel, ja. Viel Spaß mit dem Video. Juli, das ist die Maschine. Das ist die Maschine. Da steht mein Name. Das ist das Wichtigste. Bist du fit? Wenn ich dein Vorderrad da reinmache. Bist du fit? Wir hoffen es, glaube ich, alle sehr. Jetzt machen wir Juli noch schneller. Danke, Canyon. Das ist die Karre, die wir von Canyon haben. Speedmax, CF, SLX. Ruben, Fritz und Juli fahren das. Es gibt ja auch ein Video von dem Bike-Bild von Ruben. Und Juli kriegt jetzt noch ein 80er Vorderrad. Das kommt noch dran. Ist sie noch schneller. Ey, wie krank ist das bitte? Jetzt die Swiss-Scheibe. Hallo, ist hier jemand zu Hause, der super schnell ist? Hallo. So, währenddessen Juli gerade noch drin ist, haben wir jetzt mal gerade die Zeit von Alice gecheckt und die ist bei 10:42. Also 10:42 gilt es zu schlagen. Das gilt es zu schlagen. Es gibt Börek. Wenn Marc das gibt, gibt es mir was umsonst. Oh, Ingo fährt doch mit. Was ist da los? Fahr mit. Ich hab dich bei Canyon bei Stunden 10. Habt ihr schon diesen Helm geschossen? Es gibt Klamotten, die sehen wirklich nur gut aus, wenn die in Benutzung sind. Sowas wie Astronautenanzug oder Zeitfahrhelm. Hallo. Aber es ist gar nicht schlimm, weil ich fliege jetzt auf den Mars. Weil nur er hier nämlich noch Börek alter zwei. Wir haben das schon. Gebt noch mehr Börek. Ja, danke. Juli, ist auch immer ganz wichtig, dass du den Zeitfahrhelm 20 Minuten vor der Ausfahrt anhast. Ja, schon? Also man muss es auf jeden Fall anprobieren. So, ihr radelt jetzt los. Habe ich Börek zwischen den Zähnen? Spinatbörek? Nee. Ach ja, wir radeln jetzt los. Ein Stündchen, schönes Stündchen, Helm sitzt. Dann muss ich noch koppeln. Du kannst auch, wenn du willst. Nein, ich muss heute nicht koppeln. Wir koppeln am Samstag koppeln. Also, dann ist sie dazwischen Börek zum Beispiel. Und dann fahren wir zum See. Juli, wie fandest du den Deich? Geil, geil. Kurvenreich, bergig, alles drin, alles drin. Aussicht, mega. Bocki, bist du schon mal auf Deich gefahren? Ja, natürlich. Klassiker, ja. Muss man erlebt haben. Wir haben noch Bocki hier, der ist wegen des Ironmans auch noch Stargast. Ich sag mal so, ich habe maximale und minimal Ziele. Sagen wir, progressiv ist es so 10:30, 10:16, 10:06 und alles, was dann drunter kommt, nehme ich mit. Das heißt, du willst also auf jeden Fall unter 10:30? Das auf jeden Fall, ja. Und Alice war 10:16? Nee, Alice hätte ich dann schon pulverisiert. Also unter 10:30? Ich pulverisiere dann noch andere Leute, die wir alle kennen. Also, dein Ziel ist 10:30 oder darunter? Ja. Habe ich das mal übersetzt? Ich habe es nämlich überhaupt nicht verstanden, was sie gerade erzählt. Ich habe sehr viele Etappenziele und diese Etappenziele hake ich dann einen nach dem anderen im Idealfall ab. Okay. Einblenden, 10:30. Und jetzt treffen wir uns kurz danach. Schnitt! Guten Morgen, Tag 2. Heute ist Startunterlagen, Abholung. Juli ist schon, wir fragen sie mal, wie nervös sie ist. Aber jetzt müssen wir erstmal checken, was sie am Sonntag isst. Hallo, hallo. Hallo Ingo. Hallo Malte. Hallo Ingo. Das ist Malte von Morten, der versorgt uns und versorgt Juli am Sonntag. Lass mal Startunterlagen holen. Danke Malte. Bitte. Ciao. Kurz, das ist das Krasseste. Ironman Merchandise, das ist für mich
Die Leute kaufen alles. Juli holt ihren Steinhörlern ab. Guten Morgen. Würden Sie sagen, wir hatten eine Chance? Gewinnt! Wie im Leben. Oh, endlich ist es soweit. Jetzt kriegt Juli einen Rucksack, oder? Endlich! 1000 Euro Startgebühren und einen Rucksack. Aber hier, daran erkennen wir sie. Sie ist die einzige Sonntag, die eine blaue Mütze anhat. Wir heiraten. Oh. Ich lasse aber hier ein bisschen Luft, damit sie flüchten können. Ich bin race ready. Arrow as fuck, würde ich sagen. besser geht's nicht. Also, es ist Freitag, die Haare sind gemacht. Jetzt gehen wir zu Ingo, zu unserer eigenen Pasta-Party. Also, ich habe gehört, wir werden uns auf jeden Fall richtig viel Nudeln reinstellen. Alle noch die Mann letzten zusammen. Carbs auffüllen. Die letzten Carbs auffüllen und dann geht's in Tag 3. Hallo Nudeln. Hallo Ingo. Wie aufgeregt bist du auf einer Skala von 1 bis 77? Eine glatte 35,74. Das geht, das ist Mittelfeld. Also, wir sind jetzt hier. Julis Rakete muss eingecheckt werden, das ist ja alles äußerst kompliziert beim Ironman und beim Triathlon. Ja. Die Weitfix dabei, Nummer dabei, perfekt. Ist viel Spaß. Ja, Logo. Da. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Juli, so richtig dein Bike gecheckt haben die jetzt auch nicht, ne? Also normalerweise muss ich sagen, sie checken eigentlich auch die Bremse. Also einmal. Sie checken eigentlich, also sie haben wirklich gar nichts gecheckt. Das ist ja Wahnsinn. Also hier ist schon mal der Geheimtipp für alle. Da. Oh, es wird spannend. Es wird spannend. Boom! Ich kann es nur noch mal wiederholen, die Alster ist ein Jahr nicht beschwimmbar, außer einmal im Jahr. Da darf man hier komischerweise schwimmen. Ja, und es wurde gesagt, es ist Trinkwasserqualität. Also ich glaube daran. Also Wasserqualität braun, würde ich sagen. Musst du jetzt noch was einrichten? Nee, Leute, heute darf nichts am Fahrrad rum, also um das Fahrrad herum liegen. Es muss alles noch im Beutel sein. Morgen früh um 5.15 Uhr mache ich die Wechselzone auf und dann lege ich alles bereit. Ah, okay. Guten Morgen, Juli. Hallo, wir haben schon festgestellt, du, sag ich jetzt mal, wir haben die Trinklage falsch montiert. Aber ich habe keinen Bock, die jetzt noch das rauszuholen und wieder reinzumachen. Wieso, was ist denn damit? Guck mal, so, so sieht die Richtung aus. Mhm. Siehst du unser Problem? Aber wir müssen die nach oben machen. Können wir noch machen. Mach ich dir noch. Nee, ich glaube, du darfst beim Fahrrad jetzt anfangen. Zeig nochmal, was ist da drin? Gel und Sodium. Was sind das für Tabletten? Salztabletten, sage ich allen. In Wahrheit sind es Drogen. Ist so, ne? Du machst das, Juli. Boah, jetzt wird's schon spannend, ne? Viel Glück dir. Danke. Viel Glück. Da ist Ruby, der drückt dir auch die Daumen. Hau rein. Also Juli, hast du geschlafen? Ja? Ich habe auch schon wieder schlecht geschlafen. So wie beim 120 habe ich auch schon wieder schlecht geschlafen. Und bist du nervös? Gestern war 37,57, glaube ich. Was ist heute? Jetzt geht es schon wieder besser. Sagen wir 50. 50 ist gut. Du musst einfach die Nervosität komplett in Adrenalin umwandeln. Und dann das in Watts. Ja, das mache ich auch. Ist wirklich so, ne? Was machst du jetzt noch? Dennis ist da, guten Morgen. Dennis.
Das Einschwimmen. Führen zu Athleten, das dann um 5 nach 6 beendet. Hallo! Oh, hallo! Ich muss hier bei meinem Haus hier, bei der anderen. Hallo, Lize. Hallo. Wusste sie, dass du kommst? Nein. Komm mal her. Komm mal her. Wie sauer bist du, wenn sie schneller ist als du? Nicht sauer, ist ja gut. Ich habe ja noch in 4 Wochen. Was machst du in 4 Wochen? Die Familie ist komplett irre. Geil! Ja? Okay, also es wird jetzt langsam heiß. Wir müssen, damit wir pünktlich sind, jetzt schon gleich los, damit wir die Drohne hochkriegen. Ich sag jetzt nochmal viel Glück. Viel Spaß. Ja, ja. Wir sehen uns auf der Strecke. So ein, zwei Mal. Power. Viel Spaß, Juli. Ganz viel Glück. Bis bald. Ich hab dich lieb. Ich dich. Also ich sag, wie es ist. Du hast mir jetzt die Weste schon besorgt. Ja. Aber was ist denn das hier? Warum habe ich kein Neopren und ein Unterwassergehäuse? Okay. Drohne ist gecrashed. Man kann also wirklich keine Drohne fliegen über der Alster. Man sieht auch keine am Himmel. Ist auch interessant. Also Störsender, kein menschliches Hallo, Versagen. Hallo, hallo, Herr Pelikan. Wie wird das Rennen heute? Hagenbeck-Tierpark. Startschuss, los geht's. Auf geht's in den längsten Tag des Jahres für Juli. Okay, jetzt ist 7.02 Uhr. Juli ist im Wasser. Hier stehen die ganzen Pro-Bikes. Die ganze krasse Materialschlacht. Also hier 50 Bikes der Profis. Mal gucken, ob Frodeno gleich als erster rauskommt. Beim Schwimmen hatte ich mir ganz kurzfristig an den Morgen gedacht, ich werde mich ganz vorne hinstellen. Es gibt dann nur 2 Optionen. Entweder ich finde schnelle Füße vor mir und kann in dessen Wasserschatten schwimmen, oder ich habe Platz und die Ruhe und kann für mich alleine in meinem Rhythmus schwimmen. Und so war es dann auch. Ich war im Prinzip immer in einem Loch, in dem ich einfach vor mir welche hatte und hinter mir, aber ich selbst die Ruhe hatte. Ich bin immer ein bisschen weiter links auch geschwommen, weg von dem Trubel, weil ich keine Lust hatte auf eine Prügelei im Wasser. Ich hatte dann auf dem Rückweg irgendwann Rückenschmerzen bekommen und hatte aber zu dem Zeitpunkt schon die Kennedy-Brücke wieder gesehen, sodass ich wusste, es ist nicht mehr lang. Ich muss nur noch bis zum Ausstieg kommen. Und hat dann alle Konzentration auf diesen Ausstieg gebündelt, weil es da diese Rampe hochgeht. Und ich darauf angewiesen bin, dass mir jemand raushilft. Aber das hat ja dann auch geklappt. Juli, komm, auf geht's! Auf geht's! Raus aus dem Wasser war mir klar, ich bin jetzt auf der längsten Wechselzone meines Lebens. Und ich habe einfach nur noch daran gedacht, renn so schnell du kannst. Renn da durch, versuch irgendwie den Neo zu bekommen, aufzumachen, runterzurollen, die Kappe abzusetzen und konzentrier dich auf deinen Beutel, hol den raus. Dort angekommen habe ich den einfach ausgeschüttet, habe den Neo so schnell wie möglich von mir gerissen, Helm aufgesetzt und bin sofort weitergerannt. Zu meinem Fahrrad, hab das genommen und konnte dann relativ smooth aus der Wechselzone wieder raus. Es hatte sich zu dem Zeitpunkt schon echt nach einem guten Wechsel angefühlt. Ich hatte vorab echt Sorge, dass ich das nicht so richtig hinbekomme, weil ich das nicht wirklich trainiert hatte, diese Wechsel, und ich das aber auch niemandem gegenüber zugeben wollte.
Also hatte ich einfach schwer darauf gehofft, dass ich mich zusammenreißen kann und den Wechsel ordentlich vonstatten hinter mich bringe. Also, Schwimmen war 1:05, sagt Christian. Ja. Sah glücklich und happy aus, würde ich sagen. Entspannt. Alice sagt, sie ist so halb gut in die Schuhe gekommen, aber okay. War auch entspannt. Jetzt Radfahren. Hi, hi. Jetzt seht ihr mich auch mal. Ich bin ja immer hinter der Kamera. Wir haben jetzt die Motorradfahrt abgebrochen, weil es einen unfassbar schweren Unfall gegeben hat am Deich. Da ist leider ein Motorradfahrer beim Überholen in eine Age-Grupper reingefahren. Und ja, ein ziemlich heftiger Sturz, super viele Krankenwagen und auch Hubschrauber da. Und wir haben direkt gesagt, ey, nee, wir brechen das ab und sind dann über Nebenstraßen jetzt wieder in die Stadt gefahren. Und ja, ich bin jetzt an der Wechselzone nochmal, wie ihr sehen könnt. Ist natürlich alles leer. Aber jetzt geht's gleich weiter mit noch ein paar Fahrszenen von Juli. Wenn die ankommt, warte ich jetzt auf sie und dann sehen wir uns später nochmal. Ab beim Rad hatte ich einfach nur krass Angst, dass ich bitte unbedingt aufs Rad komme, ohne irgendwie hinzufallen oder sonst was. Und das habe ich aber dann geschafft. Habe die Beine die Füße auf die Schuhe stellen können und konnte dann ganz reinstopfen. Wusste dann, dass ich in der Stadt relativ ruhig fahren sollte, was dann auch irgendwie sich ganz normal angefühlt hat und okay war, und dass ich ab dem Deich dann meine normalen Wattwerte fahren sollte. Und so hat es im Endeffekt auch echt geklappt. Also ich habe nur dummerweise relativ früh festgestellt, dass ich in der Stadt schon meine Verpflegungsflasche hinterm Sattel verloren hatte. Aber ich hatte zum Glück noch Gels extra dabei, Notfallgels, und die waren dann halt einfach Teil meiner realen Verpflegung. Und es hat aber auch super geklappt mit denen. Dann musste ich zum ersten Mal über den Deich, als es für mich zurück in die Stadt ging. Und da war ich schon so, krass, was ist jetzt hier los? Irgendwie absteigen, diesen Graswall irgendwie hoch und dann eine unebene Grasstrecke entlang laufen, von der jeder irgendwie nicht wusste, soll er da jetzt lang gehen, soll er da jetzt lang laufen, weil man einfach nur diese unfassbar große Unfallstelle gesehen hat. Aber irgendwie dadurch, dass man im peripheren Sichtfeld schon einen Hubschrauber, Krankenwagen und Polizei gesehen hat, habe ich mich gezwungen, nicht real hinzugucken, also nicht wirklich genau darauf zu achten, was da ist. Ich habe sofort irgendwie gedacht, dass es einfach eine Massenkarambolage war, aufgrund der Länge auch der abgesperrten Strecke. Jo, wir stehen jetzt bei Julis Bike, 1250. Da muss sie gleich reinkommen. Sie ist die 160-Kilometer-Marke schon passiert, laut Tracker. Ja, wir sind hier irgendwie mit guten Dingen irgendwie weggefahren. Und dann hören wir von dieser Horrornachricht und haben diesen Crash auch gesehen. Also wir machen jetzt einfach weiter und auch aus Respekt vor Juli, dem Sport, und können dann ja entscheiden, ob wir es ausstrahlen oder nicht. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein richtiger Schock. Wir fühlen uns auch alle irgendwie voll strange irgendwie. Wir haben uns auch ehrlich gefragt, warum die das hier nicht abgebrochen haben. Wir machen jetzt mal weiter. Vielleicht wird es auch nur ein Erinnerungsvideo für Juli. Also Juli, hau rein. Und ja, an alle. Hoffentlich geht es allen den Umständen entsprechend gut. Bis gleich. Ich hätte den Fritz nicht verraten, aber so unfassbar in seinen Helm gerotzt. Das nochmal. Wie geht's dir? Ja. Alle haben gesagt, du siehst super aus. Haben alle gesagt? Ja. Fuck, an. Boah, es hat mir voll leid getan, dass du kein Wasser gekriegt hast. Alles gut. Geht's dir gut? So weit. Jetzt noch ein bisschen Laufi. Wir stehen alle links an der Alster, wir supporten dich. Ey, also die Männer sind einfach im Pulk gefahren. Windschatten vom Leben. Und dann ging's halt raus auf die Laufstrecke. Und ich wusste, ich bin angeschossen, das gehört dazu. Ich wusste, es wird auf jeden Fall wehtun. Und ich muss nur aushalten spielen, mit mir selber
und so lange durchhalten, bis ich im Ziel bin, egal was für Schmerzen kommen. Bis Kilometer 15 ging es auch echt gut und dann habe ich aber in beiden Waden einfach so unfassbare Krämpfe bekommen, dass sogar meine Zehen schon mit blockiert hatten, ich dann nicht mehr auftreten konnte im Endeffekt, sondern immer Angst haben musste, dass es mich jetzt direkt aufs Maul haut. Deswegen konnte ich ab dem Moment nur noch richtig, richtig kleine Tippelschritte machen und so versuchen, irgendwie einen Lauf hinter mich zu bekommen. Und das hat sich einfach frustrierend angefühlt, aber ich wusste, ich muss da durch. Die Schmerzen gehören dazu. Es ist Teil dessen. All die Schmerzen, die ich gefühlt habe, sollte ich fühlen im Endeffekt. They are part of the game. So habe ich versucht, mich ins Ziel zu retten und so habe ich mich ins Ziel auch gerettet. Jo, Juli ist jetzt 9 Stunden unterwegs. Wir warten jetzt auf sie im Ziel. Sie war schon ganz schön im Eimer auf der letzten Runde. Man muss ja hier 4-mal vorbei. Also sie schafft das, aber sie hat schon gesagt, sie hätte komplett Krämpfe. Juli, zieh durch, du schaffst das. Wir warten auf dich gleich im Ziel. Die letzten Kilometers. Also sub 10 wird es nicht mehr, aber 10-15 schneller als Alice zu sein, das ist auf jeden Fall noch machbar. Wir warten auf Juli, die kommt gleich rein und dann wollen wir mal gucken, wie die sich so fühlt. Voll gut. Das war so hart. Das war unfassbar hart. Sie ist da. Drück auf deine Uhr. Bist du happy? Ich hab das fertig gemacht. Es war einfach seit Kilometer 15 unfassbar hart. Ich hatte so Krämpfe. 8 Kilometer 15? Ja, ich weiß nicht warum. Also mein Magen geht voll gut. Ich habe voll viel Salz genommen, aber meine Waden sind so zugegeben. Weißt du, dass du nicht auftreten kannst, weil du Angst haben musst, dass dein Bein so weg ist. Aber wenn du noch solche Moves hier machen kannst, dann ist doch noch alles Paletti. Ja. Guck mal, ich habe auch extra abgezogen. Ja, das war schon von Anfang an weg, das habe ich schon gesehen. Ja. Hat sie geschafft, ist kein Problem und für Juli. Weißt du, was die Zeit war? 10:12. War kein Problem. Alice, sorry. Sorry. Komm, wir holen eine Medaille. Geh da mal hin. Da ist das Ding. Es ist ein, wie sollte es anders sein, ein Steuer. Rad. Ja, ein Boot, weil Hamburg, ne? Wollen wir jetzt futtern, Leute? Ja, wir nehmen dich direkt mit, komm. Sie hat es geschafft. Representing Estonia, flying to the finish line, Mike. Jeroen, what on Jeroen, you are an Iron Man. Hey, Steiniger, Ragnar Krona. Happy birthday, Ragnar Krona, with Rika Lincoln. Ragnar, you are an Iron Man. Rika, you are an Iron Man. Alles Dänke von Nederland, bitte dir zu sagen, you are an Iron Man. Athanasios from Greece, you are an Iron Man. Ich hatte Krämpfe am Also Juli ist im Ziel. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Jetzt lassen wir sie erstmal in Ruhe, aber wie war es auf einer Skala von 1 bis 14? Und was ist schlecht? Ja, 14 ist sehr anstrengend. Let's get up for the next legend. Ja. From Greece, Tassos, Ceroni. Und Marcel Ahaus. Wir lassen sie erstmal recovern. Wir melden uns gleich nochmal. Yo, das war das Video von heute. Vielen Dank fürs Zugucken. Herzlichen Glückwunsch, Juli. Glückwunsch. Melden und ich gucken noch die letzten. Das ist total geil. Die letzte Stunde von den allerletzten, die reinkommen. Das war der Ironman Hamburg. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja.
Juli, nochmal herzlichen Glückwunsch, ich habe noch wen. Can you say she did well or something? You did well, congratulations for your finish. And next time you will have to race at least in a flat race. And a little bit faster, please. Yes.